Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2015. Ja, wir gehen erstmal ein paar Eier sammeln, würde ich sagen. So. So. Boah, hier sind jetzt ganz schön viele hier, muss man einfach mal so sagen. Das ist ja nicht verkehrt, ne? Aber wie viele Hühner haben wir jetzt eigentlich? 100, ne? Oder irgend sowas war das. So. Ich stelle aber jetzt mal die Zeit auf Echtzeit. Denn ich habe keinen Bock, dass wir jetzt hier die ganze Zeit Geld verlieren. Vor allen Dingen komme ich auch sonst nicht hier mit dem Eiersammeln hinterher. Alter Falter, ey. So, sonst noch irgendwo. Hier liegt auch noch eins. Da auch noch. Halt. So, haben wir es jetzt? Kines? So. Alles klar, was steht denn an heute? Heute steht, glaube ich, genau, Ernten an. Wir haben Weizen. Und zwar sind wir immer noch bei Mais für Getreidespeicher. Und ich denke, dafür müssen wir erstmal. Diesen guten Hänger hier holen. Ja, den guten Hänger. Den guten Traktor hier holen. Boah, Alter. Immer wieder ungewöhnlich die Steuerung von diesem Game. Und die Performance-Probleme wurden immer noch nicht behoben, wenn man ein. Das geht auf 0 FPS runter. Wieder 0. Was ist das? Wieso ist das so? Und wieso können die das nicht mal fixen? Bongo Boys, ey, bei Giant Software. So. Wie viel passt denn eigentlich in unseren Kipper? Welchen haben wir da? 40.000 Liter. Und was für welche gibt es? Ja, da gibt es noch ordentliche. Den holen wir uns dann auf jeden Fall, wenn wir den LKW haben. Irgendwann mal. Aber ich glaube, jetzt so für den Anfang reicht erstmal der hier. Und genau, wir haben uns ja Kartoffeldinger auch gekauft. Also, hier, ne? Aus irgendeinem Grund, aus was auch, warum auch immer, wollte ich das irgendwie machen. Ist das überhaupt gedüngt? Ja. So, komm, dann machen wir das jetzt. Ja. Auf jeden Fall. Was habe ich jetzt für welche? Ich habe den Kartoffel. Am besten geht es wahrscheinlich, wenn ich das hier habe. Also Rübenernte habe ich noch gar nichts. Was Kartoffelernte betrifft, habe ich immerhin schon mal das. Habe ich immerhin schon mal der Gerät. Genau. Und der Gerät habe ich noch nicht. Aber ich habe mir die große Kartoffellegemaschine gekauft, genau. Und auch die Dings hier für Rüben. Macht natürlich Sinn, wenn ich hier noch nicht das Rübending gekauft habe. Naja, ist ja auch egal. Der LKW kostet 285.000, okay. Gut. Hallo, kannst du das jetzt mal ankuppeln, du Spaten? Na siehste, geht doch.
So, hier, bam, Junge. So, wie sich das gehört. So. Ah. Wie rumfahren wir? So rumfahren wir. Ach komm, warte. Ja, erstmal die Ernte kaputt machen, so wie es sich gehört. Dass es immer noch keinen Einfluss hat, wenn man so übers Feld fährt, das finde ich immer noch ein bisschen... Naja. Nicht so doll. So. Schneidewerk zuklappen. So. Eine Maschine aufklappen. Und halt nicht Helfer einstellen. So. Jetzt wird hier ordentlich geerntet, sag ich euch. Hey, so geht es da nicht mit. So. Dann. Machen wir hier direkt weiter. Das ist schon extrem cool, aber wie gesagt, ich wünsche mir für den neuen LS-Teil einfach hübschere Umgebungsgrafik und ja, das gehört aber zur Umgebungsgrafik, dass die Felder auch mal ordentlich aussehen. Die sehen immer noch nicht besser aus dem 2009er. Boah, ist man mit einem Schwung um die Ecke bei dem Ding, ne? Schon geil. Jo. Als nächstes bauen wir Mais an, oder? Würde ich sagen, ja. Machen wir. Könnten wir eigentlich schon direkt anfangen. Aber ich habe ja nur einen starken Traktor. Das ist das Problem. Den brauche ich jetzt aktuell noch hier zum Ernten. Deswegen läuft es noch nicht ganz so flüssig, wie ich das gerne hätte. Strohablage. Kann ich auch ausschalten. Mal gucken, wie das dann aussieht. Oh, hoppala. Ah ja. Okay. Wir würden ja ganz gerne eine Strohablage haben, deswegen schalten wir die wieder an. Ja. So. Alles klar, der ist jetzt auch schon ziemlich voll eigentlich. Also, das hat doch ordentlich reingehauen hier, dieses Feld. Ne, ist jetzt nicht so groß, aber immerhin, wie sieht das eigentlich aus, wenn ich das Ding so abkuppel? Moment. Okay.
Na komm. Aber ist schon cool, dass man das einfach hier ausklappen kann. Dass es quasi einen Hänger in sich drin hat. Es ist schon keine schlechte Idee, ne? So. Wir schütten ja erstmal alles daneben. So wie ich das halt gehört, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Aufnahmeprogramm meinen Mausrad manipuliert. Denn ich kann nicht mehr so stark rein und raus zoomen. Das ist bei Trains in New Era genauso. Ich kann einfach... Obwohl, nee, das war schon immer so bei LS. Aber bei Trains in New Era ist es so, dass wenn ich aufnehme mit Action... Das hört sich jetzt erstmal komisch an. Dann, wenn man doch so rauszoomt, ne, um auf die oben, also kann man doch dann auf diese Karte da gucken. Das geht doppelt so langsam, wenn ich mit Action aufnehme. Ja, wenn ich Action halt nebenbei laufen habe. Normalerweise ist das voll smooth, also voll sensitiv vor allen Dingen, das Mausrad. Man macht einmal, zack, und dann ist man schon oben. Und bei Action muss ich mir ja zwei, dreimal drehen, bis ich ganz oben bin. Es ist irgendwie ein bisschen strange, aber... Naja. Es ist, wie es ist, ne? Keine Ahnung warum, aber... Trains New Era ist eh so ein... Ich liebe das Spiel eigentlich, ne? Ich liebe das Projekt vor allen Dingen, weil es so gut gelaufen ist. Und auch immer noch eigentlich relativ gut läuft. Aber das Spiel... ist einfach manchmal... Ich hab voll oft Bock auf das Spiel, starte eine Aufnahme und dann klappt wieder irgendwas nicht. Und dann muss ich diese Aufnahme wieder wegwerfen. Ich hab 38 Stunden jetzt in dem Game und um die 30 Folgen. Als ob jede Folge eine Stunde lang wäre. Ist er aber nicht. Ich hab so ewig lang gebraucht, bis ich überhaupt das Spiel konfiguriert hatte. Dann gehen auch noch ein paar Stunden drauf, weil ich versucht habe, was aus dem... aus der... Content-Bibliothek runterzuladen, was aber saulang dauert, wenn man kein First-Class-Ticket hat. Hab ich mir auch gedacht wieder, ja, leck mich am Arsch, ich habe für ein Spiel Geld bezahlt und dann muss ich, um extra Content zu downloaden, dann auch nochmal hier 2-3 Euro extra bezahlen für 3 Monate, damit ich diese Funktion komplett benutzen kann. Habe ich mir schon gedacht, boah komm, Alter, das Spiel ist nicht gerade viel besser als Train Simulator, was das angeht. Ich find's einfach so verdammt schade. Es ist... Kann nicht einfach mal ein Train Simulator rauskommen mit, weiß ich nicht, sau vielen Strecken ohne DLCs? Ich meine, es kann doch nicht so schwer sein. Natürlich, es sind halt oft kleine Entwicklerstudios, die sehr viel Geld brauchen und dann lassen sie sich ja auch nicht so gut verkaufen, die Train Simulator. Ich denke, das ist halt das größte Problem. Wenn die mehr gekauft werden würden, dann denke ich, wäre das gar kein Problem. Aber es ist halt einfach saunervig, für so wenig Content halt so viel Geld zu bezahlen. Denn es ist ja eigentlich wenig Content. Ich habe nur so viele Stunden in dem Game, weil ja, wie gesagt, nicht alles immer 100% geklappt hat, ne? Naja, ich finde es eigentlich, ich finde das Spiel, das ist echt, macht viel, viel mehr Spaß als Train Simulator, aber zum Aufnehmen ist es einfach noch viel, 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 viel schlimmer. Das ist ein Albtraum, muss man eigentlich einfach sagen, ja. Es ist wirklich ein Albtraum. So.
Das dauert jetzt eine Weile. Ah, ist schon geil, wenn man so einen großen Mähdrescher hat, ne? Das ist schon geil. Wieso ist es nicht animiert? Was soll das? Die Anzeige, wie viel da drin ist, muss doch wohl animiert sein. Und was ist... Das sieht aber echt unordentlich aus hier. Das haben sie unordentlich ausgeschnitten. Das hätte man ordentlich machen... ordentlicher machen können. Tja. Oder werden wir wieder ordentlich Kohle machen, ne? Heute. Dann geht's wieder los hier. Was kaufen wir uns dann als nächstes? Wie viel Schulden haben wir denn? 200.000 direkt. Alter Falter. Das geht aber ganz schön gut ab, du. Dann da müssen wir dann erstmal ordentlich wieder was zurückbezahlen. Ich habe gar keine Ahnung, warum ich jetzt hier gerade selbst am Ernten bin. Aber ich hatte eigentlich mal irgendwie Bock drauf, einfach mal. Einfach mal zu sagen, komm, mach's mal hier was selber. Ich bin ja eigentlich im Let's Play eher so, dass ich irgendwie den Helfer einstelle. Bei sowas. Bei so Feldarbeiten oder sonstigem. Aber ich habe mir gedacht, komm... Hast ja jetzt hier den geilen Mähdrescher, dann musst du auch mal mit deinem Mähdrescher selber fahren. Und was ich halt einfach so krass finde, ist die Tatsache, dass Trains a New Era oder Train Simulator haben ja wohl eine schlechtere Grafik als das hier. Ne? Gut, Weitsicht ist vielleicht ein bisschen besser, aber wir sagen einfach mal, die Grafik ist auf gleichem Niveau. So. Das kommt da ungefähr hin. Also die von den Fahrzeugmodellen her und so. Train the New Era und Train Simulator und das Spiel, ja, sind vom grafischen Niveau eigentlich ziemlich gleich. Sogar finde ich die Umgebung in dem Spiel noch ein bisschen hübscher als in den beiden Spielen. Zum Beispiel Gräser und so, ne? Also diese ganzen Dinger und alles, ne? Und man sagt auch, dass dieses Spiel eine schlechte Performance hat, aber Trains in New Era kann ich nicht mal auf den besten Einstellungen spielen und das hier ohne Probleme. Das finde ich das Krasse halt. Trains in New Era, finde ich, sieht nicht wirklich besser aus als das hier. Und trotzdem kann ich das hier auf den besten Einstellungen spielen. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Also sind wir mal ehrlich. Also hier sagt man, alles klar, ist voll schlimm, wenn man das hier nicht auf den besten Einstellungen spielen könnte mit so einem PC. Aber bei Trains in New Era, weiß ich nicht, doch, es haben sich auch viele wegen der Performance beschwert, aber es ist eigentlich schon echt krass, wenn man sich so überlegt. Ja, wir kümmern uns jetzt erstmal hier darum, dass der Weizen abgeerntet wird. Und... Ja. So, dann sind wir auch schon da.
Ich habe gedacht, da könnte man vielleicht durchfahren. Dann würde ich nämlich von der besseren Position kommen. So muss ich jetzt nämlich hier einmal so einen Schlenker fahren, damit das direkt richtig ist. So. Hoch. So. Na komm. Jawohl. Sehr schön. So. Alles klar. Dann schalte ich jetzt den Helfer ein und fahre jetzt erstmal hier das Weizen weg. So. Denn ich glaube, wenn wir da drüben das Feld noch abernten, dann ist der Anhänger sonst voll. Und wäre dann doof, wenn ich da nochmal fahren müsste. Welcher Bongo stellt eigentlich immer die Fahrzeuge in den Weg? Keine Ahnung. Und ich frage mich immer noch, ob das ein Fehler ist. Dass dieser... Obwohl, er hat keine Vorrichtung, oder? Dass er hochgeht. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist oder ob das so gewollt ist. Wir gucken mal gerade ganz kurz auf die Preise. Körnermais, ja gut. Kartoffeln haben wir noch ein bisschen was. 828. Ja gut, das ist nicht der beste Preis, aber... Oh, Milch haben wir nichts. Lagerbestand, Preise. Lol, das kenne ich noch. Weißt du, ich habe hier immer vorbeigeklickt, ne? Kreditzinsen, Das sind die Lagerbestandpreise. Und hier steht tatsächlich Milch. Kostet der Liter aktuell 40 Cent? Wie wollen Liter? Eierstück. Für Gras und für Heu kriegst du so und so viel. Wow, da kriegst du pro Liter 1 Cent mehr. Naja. Und ich frag mich halt, für was soll ich denn überhaupt Strohballen machen? Ich meine, ich kann doch auch einfach mit dem Dingens. Oder? Kann ich das? Ich kann doch auch einfach hingehen. Mit dem Aufsammelwagen. Da. Oh. Stroh, Häckselgut und Heu. Nee, nicht Heu. Das ist Häckselgut, ne? Ja. Gibt's für Gras und Heu irgendwie unterschiedliche Symbol? Häckselgut. Silage. Also das hier ist auf jeden Fall Gras. Das ist Stroh. Und Heu. Heu kann man, glaube ich, nicht aufsammeln. Ich glaube, aus Heu kann man nur Ballen machen. Vor allen Dingen frage ich mich halt. Doch. Für den Futtermischwagen brauche ich das.
um Futter zu mischen, aber ansonsten brauche ich das eigentlich nicht. Deswegen frage ich mich, warum ich so blöd war und eine Ballenpresse gekauft habe und nicht einfach einen Ladewagen. Ich glaube, ich wollte halt ausprobieren, wie das Dings funktioniert, der Rundballenaufsammelwagen. Und so spektakulär ist der auch nicht. Aber dann behalte ich diese Ballenpresse. Und mit diesem Aufsammelwagen kann man ja super diese Dinger stapeln. Und dann kann man dann bei der Kuhweide dann diese Ballen immer abladen. Und wenn man dann Futter mischen will, dann kann man einfach, ja, kann man dann einfach sich dort bedienen. Dafür brauche ich dann auch noch den Frontlader wahrscheinlich. Ja. Oder wie ist das? Ich war schon war ich überhaupt schon mal bei der Kuhweide? Ja, da unten ist die. Naja. So, was machen wir jetzt, ist die Frage, ne? So, das Ding hier, das ist gleich voll. Wir könnten ja schon mal anfangen. Naja, gut. Der Doofe ist halt, da ist, genau, das. Hä? Ich muss jetzt erst grubbern, weil die andere Sämaschine, also ich möchte ja Mais sehen und diese Sämaschine, ja, hat das ja nicht. Deswegen gucke ich mal, ob dieser gute Träger das hier schafft. Aber ich schätze mal nicht. Zumindest nicht effizient. Schauen wir mal. So. Vor allen Dingen bin ich dumm. Obwohl, mache ich mir die Arbeit mit den... Natürlich mache ich mir die Arbeit mit den Strohdingern. Ich meine, da kann man nochmal richtig extra Money kriegen für. Dann lasse ich das erst nochmal außen vor hier. Dann stelle ich den mal hier so ab. Und leere erstmal hier oben den aus. Und dann kümmere ich mich um. So. Jetzt kümmere ich mich darum, dass hier die Ballenpresse hinkommt. Wo ist denn die Ballenpresse? Da ist die Ballenpresse. Und da ist der Aufsammelwagen. Okidoki. Welcher Depp, ey. Ja, super. Jetzt habe ich mich am Baum festgefahren, oder? Habe ich mich festgefahren? Nein, ich habe mich nicht festgefahren. So, das passiert mir doch nie bei LS. Ey, ihr müsstet, hättet mich mir mal früher zusehen müssen, wie ich LS gespielt habe. Ey, da hast du Krebs bekommen, wenn du da zugeschaut hast. Naja. So. Ist aber auch heute noch so. Aber nicht ganz so... Weißt du, genau sowas meine ich. So. Hoppala. So, erster Ball.